Okay, jetzt haben wir das Dingenskirchen haben wir jetzt noch dabei. Das heißt, ich werde jetzt mir die Google-Kampagne Speergewehr werde ich mir jetzt wieder mitnehmen. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich weniger. Ich wollte eine Weapon removen, wollte ich. Da haben wir es. Den nehmen wir wieder mit. So, was haben wir hier sonst noch so? Kleidung, Feuerwehrhelm und Prospektoren-Outfit. Das können wir mal bei leichter Kleidung mit einsortieren, würde ich sagen. Closing, da haben wir es. Kleidung, das kann da rein. Und hier oben haben wir einen Hut. Den können wir da. Oh, es ist 18 Uhr. Hinter mir dreht der Futterautomat für die Katzen gerade frei. Das ist sehr schön. So, was haben wir denn jetzt hier noch so Schönes? Hilfsmittel. Ja, da können wir bestimmt ordentliches loswerden. Wir müssen 308er Munition müssen wir einfach mal wieder mitnehmen. Ich meine, das war die hier oben. Ja. Nehmen wir davon erstmal mit, was wir tragen können. Dann sind wir... Also ich fühle mich jetzt gerade wieder mal bewaffnet. Das ist sehr schön. So. Was wollte ich denn jetzt? Jetzt wollte ich noch den Essenskram eben hier fix loswerden. Nee, das wollte ich nicht. Recovern wollte ich nicht. Ich wollte hierhin noch. Exit. Da müssten jetzt ein paar Arzttaschen mit aufgetaucht sein, denke ich mal. Oder auch nicht. Wohl eher nicht. Gut. Dann können wir... Haben wir hier noch Wasser, das wir purifieren können? Ja, haben wir. Sehr schön. So, gut, dann geht's jetzt nochmal eben in die Küche. Da werden wir einmal alles fertig machen hier. Die Erfrischung und das andere Futter. So, was haben wir denn jetzt hier noch so großartig drin hier? Kleidung, Hilfsmittel. Frischer Mais, frischer Apfel. Die müssen wir hier loswerden. Okay, das hat ein bisschen was gebracht. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt haben wir da noch den anderen Blödsinn, den wir hier vorne unterbringen können, wieder in unserem Bücherregal. Ja, da wollte ich gar nicht hin. In unserem Bücherregal. Nein, das war nicht das Bücherregal. Da haben wir es. Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. So, was haben wir jetzt hier noch? Sonstige. Bei Sonstiges habe ich bestimmt einiges, was ich jetzt erstmal loswerden kann. Ah, klar. Unten. Da war ja was. Im Keller. Da war ja was. Wir haben ja noch ein bisschen Gedönskram dabei hier zum Basteln und so, ne? So, haben wir das. Da sind die Hülsen weg. Crafting Supplies. 23%. Na, da haben wir doch ordentlich was mitgenommen letztes Mal. Das hat sich doch gelohnt. So, dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen nach. Wo gehen wir denn mal hin? Ich würde fast sagen El Rey Motel. Okay. Da können wir hin und dann kommen hier die nähere Umgebung. Können wir eigentlich mal... Samsons Felszerkleinerungsanlage, Whittaker, Bauernhof. Wir können ja eigentlich mal das Ding hier anpeilen. Da möchte ich mal hin zu dem Bauernhof und dann können wir hier mal einfach mal runterlaufen. Mal gucken, was uns da so noch über den Weg läuft. Da können wir da runterlaufen, mal sehen, was uns über den Weg läuft. Höchstwahrscheinlich laufen wir uns selber über den Weg, so bescheuert, wie ich hier gerade vor mich hinlabere. Wenn sich jetzt der eine oder andere vielleicht über die Ladezeiten jetzt hier gerade wieder ein bisschen wundert, ich lade im Hintergrund gerade noch ein paar Folgen hoch. Deswegen kann das ein bisschen dauern hier teilweise. Aber es ging anscheinend auch so. So, wir gehen jetzt einfach mal die Richtung. Hatte ich doch gesagt? Hatte ich das gesagt? Ich hatte das gesagt. Da können wir eigentlich die Nopperhöhle können wir hier erstmal mitnehmen. Oh, ich habe Hunger. Naja, das geht noch gerade so. Wir können uns ja unterwegs irgendwie eine Zikade braten oder so. Da wollen wir mal gucken. Gewicht von 23%, das gefällt mir. Die hier sind mir gerade suspekt, die Jungs da. Na, wir gehen erstmal hier lang. Wenn ich mir die jetzt hier umniete, dann sind die doch gleich wieder hinter mir her, oder was? Ich hab nichts von dir. Ich will gar nicht was mit dir zu tun haben. 144 Schuss haben wir dabei. Hier können wir eigentlich erstmal nachladen. Und dann gehen wir mal gucken, was uns hier so über den Weg fällt. Ich hab nichts mit dir zu tun, tralala. Niemals, kein Stück, geh weg.
Feuergeckos, die bleiben leider nicht so halbwegs friedlich. Durst und Hunger habe ich nur, das ist ja toll. Das nehmen wir gleich mal mit hier. Will hier noch einer auf die Schnauze? Was ist da hinten? Ach, guck mal, guck doch mal an, wer da kommt. Der hat gesessen. Das war eindeutig ein kritischer Angriff. Mensch, geh mal zum Arzt mit dem Gesicht. Sieht so ein bisschen aus, als wäre hier oben irgendwie eisenhaltig drin. So ein bisschen angerostet alles. So, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Ich versuche mich mal hier jetzt durchzukämpfen, oder? Macht das Sinn? Ja, wir müssen da irgendwie rauf. Da werde ich wohl nicht langkommen, schätze ich mal. Ja, überlegenderweise am Bart gekratzt. Wo geht's denn hier lang? Da hinten ist auch noch irgendwas. Was ist denn das? Chances Karte. Okay, wir gehen das mal hier hoch. Wir gehen das mal in diese Richtung. Gehen wir mal hier hoch auf den Berg hier. Mal gucken, ob wir was sehen hier oben. Oh, was haben wir denn hier? Brokkoblume. Das war sehr schön. Nee, ne? Sind das etwa... Es sind... da ist der Eingang zu dem Mistding. Das heißt, wir müssten uns eigentlich hier an der Seite langkämpfenderweise bewegen. So, da will ich doch gar nicht links runter hier. Bist du denn für ein Busch hier? Bist du der Mr. Busch? Dich erwische ich so nicht. Aber dich erwische ich. Das war der erste. War doch noch irgendwo einer. Da kommt er. Und den haben wir auch. Eieiei, die kam mir schon wieder fast zu nahe, hier möchte ich fast behaupten. Also das ist, das war sogar ein Weibchen, die hat den Ei dabei, dann kann man mal sehen. Nicht mal auf die ist mehr Verlass. So, ich denke mal, das hier wird wohl eine Feuergecko-Höhle sein oder irgend so ein Blödsinn. Gehen wir mal rein, vielleicht finden wir ja ein paar Nachbarn oder so. Nopper-Höhle. Klingt wie so eine Automarke. Was fährst du denn? Ja, Nopper. Oder was zu essen? Morgens 9:30 in Deutschland, wo ist mein Nopper? 9:30 in der Mojave. Hilfe. Ich höre da noch was. Doch irgendwas gequiet eben. Nopper? Sieht merkwürdig aus hier, das Gedöns. Ich höre irgendwas atmen hier. Ich höre euch. Das war der erste. Bitte mal stehen hier, Nopper. Jetzt muss er natürlich wieder nachladen hier wie so ein Bilder. Den haben wir auch. So viel Schaden haben die uns gerade gar nicht gemacht. Das hätte auch verdammt ins Auge gehen können. Was habt ihr denn jetzt so für mich hier? Feuergecko, Feuergecko. Alles voller Feuergeckos hier. Kann man mal sehen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Nopper? Nopper. Ich komme über diesen Namen nicht weg. Nopper? Das klingt irgendwie voll merkwürdig. Oh, hier, da, wen hat's denn hier zerlegt? Oh, oh! Oho, ne Ver... Ja, ne? Meins. Ne Fatman hat der. Granatenzeit! Ist ja Granate, was der hier dabei hat. Och Gott.
Atomgranate sogar, um genau zu sein. Na, das hat doch was. Was gibt's hier hinten? Hier liegt auch noch eine Leiche in der Gegend rum. Na, der hat's hinter sich, glaube ich. Aber der hat noch was dabei. Ah, gucke mal. Dann nehmen wir auch alles mit. Warum hat der überhaupt noch was an hier? Ach, das ist ein Supermutant. Ach, Supermutanten-Anführer sogar. Kann man mal sehen. Auch wahrscheinlich gut durchgebraten oder so. Ja, ja. Bäh. Kannst du mal schneller nachladen, danke. Bleib doch mal stehen, du Hampelmann. Na, geht doch. Habe ich ihm jetzt gerade den Arm abgeschossen? Sieht ja fast so aus. Eieiei, hier ging ja schon wieder. Ich glaube, ich muss gleich wieder nach Hause. Ja, dem habe ich wirklich den Arm abgeschossen. Da. Hast den wieder. Die wächst dann Hand aus und in der Hand aus dem Bauch. Also das sieht ja, ne? Kam ich jetzt von hier? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das kommt mir so unbekannt vor. Ne, hier war ich noch nicht. Hier ist so ein Dingenskirchen in der Mitte. Hier war ich eindeutig noch nicht. Was glüht der Stein hier so vor sich hin? Gibt's hier noch irgendwas für mich? Schönen guten Tag. Ich bin der Neue, ich komme jetzt öfter. Denn hier? Kristalle? Mm. Schick. Würde ich ganz gerne mitnehmen, aber naja, geht nicht. Sieht aus, als wären hier Gesichter. Hier so ein Auge, so ein Zyklop. Auge, so eine platte Nase und ein Mund. Und dann noch einer. Der weint hier so. Ja, ne? Sieht man ja. Was man hier so manchmal findet an Kuriositäten. Ich hoffe ja immer noch, dass Fallout 4 irgendwann kommt. Man soll ja wirklich nie aufgeben. Ich denke mal, wir haben jetzt die Höhle erkundet. Lokale Korde. Ja, ich denke, wir haben die Höhle die Höhle haben wir eindeutig erkundet. Wir geben uns mal wieder nach draußen. Ich meine, war ja die Beute auch schon mal nicht schlecht. So eine Fettmann, die hat was, ne? Dann ging es jetzt hier raus, da. So, hier ist jetzt auch gerade kein Aas. Sehr schön. Nopperhöhle, die sollte man sich merken. Also das ist schon ganz nett, muss ich sagen. Weltkarte. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal nach Chances Karte. Was ist das denn hier? Da wohnt doch einer. Ich weiß sogar, wer da wohnt. Die haben wir doch schon mal erlegt, oder träume ich das? Sagen, das nehmen wir uns jetzt erstmal zunächst vor. Was ist denn da? Poseidon Tankstelle. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Das interessiert mich gerade am meisten hier. Gehen wir mal ein bisschen in Deckung hier. Das ist die Poseidon Tankstelle, scheint das hier zu sein. Da sind noch mehr. Eindeutig sind da noch mehr. Da ist noch einer. Der muss hier gleich mal wieder rauskommen irgendwann. Da sehe ich einen. Und tschüss. Da steht noch einer, sehe ich gerade. Das war nämlich diese Anführerin hier, glaube ich, von der einen Bande, die wir schon mal erlegt haben. Da ist nichts zu sehen. Teilen sich auf. Die sind halbwegs gewahr, dass ich da bin, glaube ich. Da sehe ich jetzt keinen. Da sehe ich keinen. Da sehe ich auch keinen. Obwohl ich. Doch, da. Da hat sich gerade was bewegt. Da. Da war was hinter.